Ab sofort könnt ihr mich und meine Videos mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Ihr bekommt dadurch eine Reihe an exklusiven Vorteilen und könnt mir helfen, diesen Kanal zu betreiben. Alle Infos dazu findest du unter Mitgliedschaften oder über den Link in der Videobeschreibung. Ich danke dir für deine Unterstützung. Paris, eine Millionenmetropole, die Hauptstadt Frankreichs und eins der reichhaltigsten kulturellen sowie modernen Zentren der Welt. Doch verborgen vor dem Tageslicht und fernab der Klänge der Großstadt liegt eine Parallelwelt, die weltweit einzigartig ist. Ein hunderte Kilometer langes unterirdisches Netzwerk, die Pariser Katakomben. Ein gigantisches Labyrinth in absoluter Dunkelheit, bekannt als Massengrab für Millionen von Verstorbenen und berüchtigt für Geschichten über lebensgefährliche Situationen, zwielichtige Gestalten und mysteriöse Verschwinden. Wie ich von den schillernden Straßen von Paris plötzlich in die aussichtslos endlosen Gänge der Katakomben gelangt bin und was uns dort unten alles erwartet hat, erfahrt ihr in den nächsten Folgen hier auf meinem Kanal. Also macht es euch bequem, schaltet das Licht aus und ich wünsche viel Spaß bei meinem bisher größten Abenteuer. Die Katakomben von Paris bergen eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, denn anders als die meisten denken, war der ursprüngliche Sinn und Zweck des Grabens solcher Tunnel der Bau der Pariser Stadt selbst. So förderte man aus dem Untergrund Stein, Ton und Lehm, um die gewaltige Stadt mit ihren tausenden Gebäuden in die Höhe bauen zu können, und das über eine Zeitspanne von 2000 Jahren. Ab dem 12. Jahrhundert wurden dann mit der Weiterentwicklung europäischer Baukultur noch stärker zunehmend Rohstoffe aus dem Pariser Untergrund abgebaut, wodurch ein unterirdisches Netzwerk mit schätzungsweise 300 bis 400 Kilometern Länge entstand, welches in völliger Finsternis unter der Stadt ruht. Und genau dieses gigantische Ausmaß führte dann schließlich auch dazu, dass man den Abbau nach ersten eingestürzten Straßenzügen Ende des 18. Jahrhunderts einstellte und die Tunnel unter Paris verschlossen werden sollten. Doch dazu kam es nicht, denn Seuchen sowie Hungersnöte forderten unzählige Leben der immer weiter wachsenden Großstadt, deren Friedhöfe durch die katastrophalen Zustände von teils halb verwesten Körpern und völlig überfüllten Gräbern über eine Grenze getrieben wurde, die nicht länger tragbar war. Also entschloss man, die Gräber zu öffnen und die menschlichen Überreste in die ehemaligen Tunnel und Brunnen der Katakomben zu befördern. Aber aufgrund der puren Masse an Gebeinen und Dringlichkeit der Lage geschah dieses Unterfangen in größter Notdürftigkeit, weshalb die Knochen und Schädel der eigenen Ahnen würdelos und größtenteils völlig anonym in die dunklen Gänge geschüttet wurden, bis sich eine Zahl von etwa 6 Millionen Toten in den Katakomben aufstapelte. Teile dieser Grabstätten wurden später zum Museum, welches bis heute zu besichtigen ist, doch der unendlich größere Teil liegt seit seiner Entstehungszeit verborgen und für die Öffentlichkeit unzugänglich in der Dunkelheit und Stille der Unterwelt. Und genau dort führt es uns nun hin, auf den Spuren des Todes, der Vergangenheit und einem einmaligen Abenteuer nehme ich euch heute mit in die Katakomben von Paris. Vor uns geht's jetzt gerade über die Gleise Richtung Tunnel in die Dunkelheit. Die Katakomben-Polizeistaffel haben wir gerade schon hinter uns gelassen. Nun war es also soweit. Unsere Gruppe von 12 hatte es zum Eingang geschafft. Und während ich so in den dunklen Tunnel starrte, sah ich plötzlich die belebten Metrolinien, welche mich kurz zuvor noch durch die Stadt brachten. Und jetzt stand ich vor eben einem solchen Tunnel, welcher mich über seine Gleise zur Barrière d'Enfer, der Schranke, zur Hölle bringen sollte. Ein unheimliches Loch in der Wand, und dort sollten wir jetzt rein? Um zu unserem Ziel zu kommen, war das der einzige Weg, und so verschluckte uns das Loch einen nach dem anderen in die Dunkelheit. Hier ist jetzt auch das erste Mal die Situation gewesen, dass wir nochmal die Karte checken mussten und uns nicht ganz sicher sind, ob wir gerade richtig sind, aber ich vermute mal schon. Laufen wir einfach mal weiter. Ja. Also Leute, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück, in etwa 20, 30 Minuten, in die Katakomben gestiegen. Wir hatten mitunter schon knietiefes Wasser, aber es geht noch ein ganzes Stück weiter vor uns. Wir haben jetzt gerade eine kurze Pause gemacht, um uns mit der Map zu orientieren, aber wir setzen unsere Reise jetzt gleich fort.
das Glück, dass wir zwei Franzosen getroffen haben, die uns den Weg weisen, denn wir wären schon falsch abgebogen. Das Wasser war gerade schon wieder fast übers Knie. Und diese Franzosen haben ein dermaßen schnelles Tempo. Also wir machen gerade eine erste kurze Pause, weil die Gruppe nicht mehr vollständig ist. Hier an dieser Seite haben wir gerade schon unheimliche Grabspuren entdeckt, als würde sich jemand hier versuchen, aus den Katakomben zu befreien. Man sieht hier noch die Handabdrücke. Und ja, als hätte sich da jemand durchgegraben. Und in beide Richtungen, da hinten war auch schon eine Abzweigung, ist absolute Dunkelheit. Ein Teil der Gruppe steht dort vorne. Wir warten noch, bis der Anschluss wieder dazukommt. Leute, es gab jetzt gerade schon erste Komplikationen, denn die Gruppe wurde zwangsweise getrennt. Wir sind den zwei Franzosen gefolgt, die waren allerdings so schnell, dass wir kaum hinterher kamen und der hintere Teil unserer Gruppe mehr oder weniger verloren gegangen ist. Wir haben jetzt gerade gewartet, sodass wir wieder alle zusammen sind. Sind jetzt aber gerade in zwei Gruppen aufgeteilt. Zwischen uns liegen etwa 30 Meter absolute Dunkelheit. Und wir wollen gleich wieder aufschließen, um dann alle gemeinsam die Tour fortzusetzen. In solchen Situationen merkt man, wie verloren man hier einfach ist, wenn man alleine ist. Denn man ist in totaler Stille, in totaler Dunkelheit. In alle Richtungen gehen hier die Gänge. Wenn jetzt das Licht ausgeht, wäre das mehr oder weniger ein Todesurteil. Nach einem extrem anstrengenden Marsch sind wir jetzt gerade an einem der ersten Räume angekommen. Ihr seht, wie dunkel es hier ist, wenn ich ihn nicht ausleuchte. Kleinen Moment. Dieser Raum ist auf jeden Fall deutlich größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Hier vorne ist einfach eine Statue. Ich weiß nicht, was sie darstellen sollen. Ich glaube, man nennt sie den Golem. Und wir machen gerade unsere erste Pause, denn die Franzosen haben uns dort vorne in ein erstes Zimmer geführt, wo sie gerade ein Fotoshooting machen. Das Problem ist, dass ein Teil der Gruppe fehlt. Und wir wissen nicht, ob sie vor uns waren oder hinter uns waren. Und wo sie jetzt gerade sind, es kann sogar sein, dass sie die Tour abgebrochen haben, weil es jemandem zu heftig geworden ist. Und wir haben natürlich keine Möglichkeit, uns mit denen in Kontakt zu setzen. Und jetzt heißt es erstmal abwarten, ob sie zu uns stoßen. Und tatsächlich hat sich jetzt gerade ein ebenso großes Problem, wenn nicht sogar noch größeres Problem aufgetan. Denn wir haben gerade mit den Franzosen gesprochen und sie sagen, sie kennen unsere Karte nicht. Unsere Karte ist veraltet und wir können uns gar nicht auf unsere Karte verlassen, die wir haben. Das Ganze ist für uns natürlich jetzt ziemlich brenzlig, denn wir sind schon sehr tief in den Katakomben und wir wissen nicht, ob unsere Karte tatsächlich den eigentlich richtigen Verlauf zeigt oder ob wir blind drauf loslaufen. Die beiden haben uns gerade auch gesagt, dass es hier Teile gibt, in die nicht mal die erfahrensten Katakomben-Guides sich noch reintrauen, weil sie sich da schon etliche Male verlaufen haben. Das heißt, diese Bereiche sollten wir definitiv meiden. Mittlerweile waren schon Stunden vergangen und während wir dort saßen und unsere erste große Pause machten, realisierten wir, wie sehr die Dinge bisher schon schiefgelaufen sind. Die halbe Gruppe fehlte, wir wussten nicht wo lang und ständig kamen irgendwelche seltsamen Franzosen vorbei. Unser Zwischenlager war also alles andere als ruhig oder sicher, also waren wir gezwungen weiterzuziehen. Vorsicht, hier ist ein richtig Kater. Immer weiter und weiter führten uns die dunklen Gänge in die Tiefen der Katakomben und das plätschernde Wasser, unsere Lampen sowie unsere gegenseitigen Rufe, um uns vor Steinen und Löchern zu warnen, waren das Einzige, was uns davor bewahrte, in der Endlosigkeit dieses Labyrinths verloren zu gehen. Die Straßennamen an den Wänden gaben uns auf unserer Karte noch die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, doch das sollte sich noch ändern. Wird eng jetzt, ne? Was war? Ja. Achtung, in der Ecke ist rutschig! Jo. Rutschig, Leute, passt doch mal auf die Füße auf. Ah, weißt du, wie schön das ist, dass der Rücken eine Spur.
Hey, die Steine hier sehen aber richtig cool aus. Ja, man, das ist echt so ein bisschen gemauert, ne? Ja. Und obwohl es mitunter wirklich sehr laut war, ist mir im folgenden Clip ein seltsames Geräusch aufgefallen, was ich mir nicht erklären kann und für mich beinahe wie eine leise, entfernte, aber sehr hohe Stimme klingt. Es ist schwer zu erkennen, aber hört einfach mal selbst. Es ist kaum zu hören, aber irgendwie ist es seltsam, gerade wenn man bedenkt, dass wir uns langsam aber sicher auch den Bereichen der Grabstätten näherten. Doch noch beängstigender war, dass wir uns allmählich verlaufen hatten und zu diesem Zeitpunkt bereits mehr oder weniger blind durch die Tunnel irrten. Hier sind ja nirgendwo Räume. Lass doch mal einen Raum anpeilen, Großen. Ach du Scheiße. Da geht's so richtig um die Ecke. Das ist noch ein Gang, oder? Nein, nein. In der Kette habt ihr runtergeguckt, wie weit ihr in diesem Gang drin. So. Musst du jetzt mal abrutschen. Ja. Alter, jetzt folgt der Abgrund in die Hölle. Ja, ach du Scheiße. Schon wieder neue Stimmen. Leute, guckt euch diese Treppe an. Es kommt auf der Kamera überhaupt nicht rüber. Man kann überhaupt nicht einschätzen, wie steil und eng diese Treppe ist. Und zusätzlich dazu ist sie auch noch völlig mit Lehm überzogen. Das heißt, sie ist unglaublich rutschig. Wir haben uns offiziell verlaufen in den Pariser Katakomben. Wir müssen an mehreren Kreuzungen falsch abgebogen sein und jetzt haben wir wirklich keine Ahnung mehr, wo wir gerade sind. Und auch wenn wir uns versuchen, die Stimmung ein wenig mit Scherzen aufzuheitern, ist letztendlich der ganzen Gruppe bewusst, wie ernst die Lage gerade ist. Wir sind zwar eine große Gruppe und wir sind alle zusammen, aber die Tatsache, dass wir uns gerade nicht sicher sind, in welche Richtung wir gehen müssen, macht das Ganze dann doch ziemlich unheimlich. Also wir haben jetzt nochmal eine komplette Kehrtwende gemacht. Wir laufen jetzt fast den gesamten Weg wieder zurück, in der Hoffnung, an einem anderen Abbieger vielleicht noch einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Allerdings sind wir jetzt mittlerweile schon, ich denke, über 4 Stunden in den Katakomben. Wir hatten geplant, nach höchstens 1 Stunde unseren Platz gefunden zu haben. Das heißt, Expeditionen konnten wir noch überhaupt nicht starten. Und wir sind, um ehrlich zu sein, auch nicht ganz sicher, ob wir gerade richtig laufen. Doch wir liefen richtig. Dank Robin von Urbex Adventure, der uns nach den ersten Fehltritten sicher in einen tiefen Bereich der Katakomben führte, hatten wir nun endlich einen Lagerraum erreicht, in welchem wir uns ausruhen konnten, um die Nacht dort zu verbringen und das weitere Vorgehen zu planen. Denn Leon, Mike und ich wollten trotz allem in dieser Nacht noch andere Teile der Katakomben erkunden, während sich die Gruppe schlafen legte. Also machten wir uns zu dritt mit nichts als unseren Kameras und Lampen auf den Weg in die Dunkelheit, um zu sehen, was dort verborgen liegt. Also Leute, wir haben es jetzt knapp 2:50 und wir sind jetzt gerade zu dritt auf unserer ersten Expedition gelaufen. Der Rest der Gruppe hat sich jetzt schon in die Nachtruhe begeben, auch wenn das Ganze nicht so klappt, wie eigentlich sich vorgestellt wurde, denn wir sind jetzt gerade schon wieder lauten Franzosen mit Musik begegnet. Unser Ziel liegt noch ein ganzes Stück vor uns und wir sind gespannt, wohin uns jetzt die Gänge führen werden. Wir sind hier gerade in einer Sackgasse stehen geblieben und hier ist einfach ein Schuhstapel und wir wissen überhaupt nicht, woher diese Schuhe kommen, wem sie gehören und warum sie hier zurückgelassen worden sind. Irgendwie unheimlich, wenn man sich das mal so anguckt. Man geht hier rein und lässt die Schuhe hinter sich. Aber da hat echt sich jemand die Mühe gemacht, das Ding zugemauert. Und irgendein Schlawiner hat sich hier einfach den Gang neben durchgegraben. Da hinten schon Sounds gehört. Ich weiß nicht, ob die Ratte war oder andere Menschen, die da oben stehen. Also laut Karte muss dieser Austerroom bombastisch groß sein. Ja. Ja. Hier ist schon wieder Rue de la Tombe, aber ich weiß nicht, da sind wir jetzt schon 3-mal dran vorbei. Die Leute da oben langlaufen? Ja.
Also ich gehe davon aus, das war entweder für Sauerstoff, also sowas wie ein Wetterschacht, oder die haben hier das Gestein am Boden. Ursprünglich waren die Katakomben ja für den Abbau von Kalksandstein gedacht. Ja, so ganz ursprünglich, ja. 1700. Glasig. Hört sich mal an. Da oben wirklich. Wie ein Radio klingt das, ne? Müssen wir also Kinder lachen. Voll ab, die Franzosen. Wir sind jetzt an unserem Ziel angekommen und hier vorne ist tatsächlich ein Altar aus CDs. Wie krass ist das denn, hä? Geil, eine richtige DVD-Sammlung. Ach, CD-Sammlung. Ey, aber da, alleine hieran merkt man auch, dass die meisten hier unten hinkommen keine Assis sind. Nee. So, ne? Es wird der Müll weggeräumt. Das ist ja. Ich meine, das ist ja auch also richtig liebevoll dekoriert. Ja, ja. Auf jeden, ey. Wahrscheinlich, wenn die dann hierher kommen, dann schmeißen die so eine CD rein. Weißt du? Komplett geisteskrank. Guck mal, sogar mit so einem selbstgebauten Regal da drin und so. Hier noch alte Schaufelreste. Das wird wahrscheinlich ja, wirklich aus alten Zeiten der Entstehungszeit der Katakomben stammen. Hier hinten noch so ein paar modernere Hinterlassenschaften. Also wie ihr seht, haben wir jetzt gerade nochmal einen Flur in eine andere Richtung genommen. Und Leon macht hier gerade den Anfang, eine Treppe hoch. Man endet hier auf Brusthöhe in einem absoluten Kriechbereich. Also die Klaustrophobiker unter euch sollten jetzt auf jeden Fall nicht hinsehen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt so rüberkommt, aber es ist extrem eng. Leon verschwindet da hinten gerade um die Ecke und testet aus, ob man überhaupt weiterkommt. Weil rückwärts zurück ja, ist jetzt natürlich auch nicht gut. Weiter. Ihr könnt ruhig nachkommen. Wollen wir nachkommen? Ja, jetzt, wo du sagst, ist mir vielleicht auch erst aufgefallen. Ich muss mal gucken, ob ich meine Kamera jetzt aber hier runterstelle. Nee. Ach, das sind die Muscheln. Die Muscheln, ja. Krass. Ja, jetzt wissen wir auch, warum der Raum hier so heiß ist. Also dort vorne bin ich gerade durchgekrochen und man kommt hier in einen ersten großen Raum. Da hinten sind die beiden Jungs gerade verschwunden. In die Richtung geht es mindestens noch mal genauso weit. Und es ist hier wirklich wie eine gigantische Höhle. Mit ganz vielen Verzweigungen und Winkeln. Aber um jetzt hier nicht den Anschluss zu verlieren, laufe ich mal weiter in Richtung, in die Jungs gerade gegangen sind. Und ihr seht, man hört schon nichts mehr. Und dort vorne geht's weiter mit dem Kriechen. Schaukel. Laber kein. Hä? Ach du Scheiße. Okay, was zum. Ey, ich hätte überall sowas erwartet, aber hier bestimmt nicht. Hier sieht's aus, als wäre hier so ein unterirdischer Fluss runtergekommen mal. Alter, Junge. Und hier ist ein fetter Raum mit Kerzenständer. Aber die Richtung geht jetzt eigentlich nur zum offiziellen Teil der Katakomben, meine ich. Jeder Ecke wartete die nächste Überraschung an detailreich dekorierten Bereichen, wie diese Armee aus kleinen Zinnsoldaten hier, die auf einem kleinen Schlachtfeld mitten in einem der vielen Räume aufgebaut war. So viele Eindrücke und so viel, was noch zu erkunden war. Doch mittlerweile brauchten auch wir endlich eine Pause und so begaben wir uns vorerst zurück in Richtung Lager, um zu versuchen, ein wenig Schlaf zu finden.
Also Freunde, wir haben uns jetzt hier gerade in einem abgelegenen Flur verschanzt, weil uns war das Geschnarch in der Bärenhöhle einfach viel zu laut. Da hätten wir jetzt kein Auge zugedrückt und dementsprechend liegen wir jetzt hier gerade in so einem, ja, eigentlich sogar ganz gemütlichen Gang. Ich zeig's euch mal. Ah, man sieht es kaum. Da hinten winkt die Hand. Ich glaube, die Zuschauer, die denken sich gerade, willst du mich verarschen? Das sieht wirklich in so einem abgeranzten Keller. Das sieht so aus, als wenn du wirklich unter der Brücke am Bahnhof pennst. Naja, aber es soll für diese Nacht reichen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt natürlich noch viel Spaß bei den weiteren Videos. Dieses wird aber mit diesem Abschnitt enden. Und für uns geht es jetzt in einen hoffentlich etwas erholsamen Schlaf. Also, nach einem kleinen Frühstück befinden wir uns jetzt gerade mit einer, ja, ausgewählten Gruppe auf nächster Expedition. Und wir haben jetzt eine ziemlich lange Tour vor uns mit einigen Stops und halt an interessanten Orten, die wir uns auf der Karte rausgesucht haben. Und es geht jetzt hier gerade mit hohem Tempo durch die Tunnel, damit wir so viel wie möglich sehen und erleben können. Also wir würden jetzt da wieder runtergehen. Also entweder wir gehen von da unten darauf oder wir gehen wieder retour. Aber ich glaube, ich würde sagen, wir gehen gleich von unten. Dann, ja, können wir kurz links gehen, da gibt es so eine La Boutique. Ja. Da können wir uns hinschauen und dann müssen wir in die andere Richtung weiter. Unser erster Stopp, der auf der Karte als Ghost Room eingezeichnet war, war leider eine Enttäuschung. Er war relativ unscheinbar, deshalb habe ich ihn jetzt auch nicht gefilmt. Wir dachten, wir könnten da eventuell schon mal auskundschaften, ob es sich für unsere paranormale Untersuchung eignen würde. Aber leider nicht. Es geht für uns jetzt weiter zum nächsten Stopp. Und wir laufen. Kurz, Moment. Wir haben zwar noch keine verschiedenen Ebenen überquert, aber man merkt, wie es teilweise wirklich steil abwärts und aufwärts geht. Und man sich von der Tiefe innerhalb der Katakomben total hin und her bewegt. Wir waren teilweise schon 30 bis 40 Meter tief unter der Erde und 10 Minuten später standen wir direkt unter einem Gullideckel, zu dem man sogar hätte hochklettern können. Hier sieht man tatsächlich kleine Mosaiksteinchen, die hier jemand feinsäuberlich angebracht hat. Aber leider wurde das ganze Gemälde sozusagen schon zerstört hier unten. Aber doch die Knochen der Katakomben. Sieht auf jeden Fall krass aus. Leute, wir sind jetzt hier gerade an einem uralten Brunnen angekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich leuchte einfach mal nach oben. Da, ja, man sieht das Tageslicht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie tief wir hier gerade sind. Also es sind mindestens 35, 40 Meter. Es kommt auf der Kamera überhaupt nicht rüber, weil wir sind so tief unter der Erde. Und für uns geht es jetzt noch weiter ins Innere der Katakomben. Mittlerweile hatten wir uns schon wieder eine ungreifbar weite Strecke von unserem Lager entfernt und tiefer ins Herz der Katakomben begeben. Der Rest der Gruppe konnte nicht wissen, ob bei uns alles in Ordnung ist, und falls hier etwas passieren sollte, gäbe es keine Möglichkeit, die anderen zu kontaktieren. Keine Verbindung nach außen, keine Kommunikation zwischen uns und dem Lagerraum und stundenlanges Umherwandern durch die Dunkelheit bedeuteten, dass wir hier völlig auf uns alleine gestellt waren. Doch es ging weiter, denn es lagen noch spannende Orte vor uns, bis wir unser eigentliches Ziel erreichen sollten. Nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch sind wir jetzt mitunter über einige Kriechpassagen am nächsten Raum angekommen, der sich Dinosaurierraum nennt. Hier vorne hängt schon eine Laterne, da hinten die nächste und dort an der Wand
sind kleine Zeichnungen von Dinosauriern. Wir gehen jetzt einfach mal hinein. Okay, das sieht schon fast wieder aus, als wenn hier jemand gehaust hat. Könnte aber auch zur Dekoration dazugehören. In jedem weiteren Raum überraschte uns die Kreativität und Vielfalt dieser kleinen Kunstwerke inmitten der einsamen Dunkelheit. Wir waren schon so weit im Inneren der Katakomben und trotzdem fanden sich hier solch aufwendig dekorierten Räume. Eine vollständig in den Stein und Lehm modellierte Stadt mit Stufen auf verschiedenen Ebenen war das Highlight dieses Raumes und wir fragten uns, wer so etwas hier unten überhaupt baut. Vermutlich nutzten einige die Einsamkeit der Katakomben auch als Rückzugsort vor der lauten und hektischen Welt über unseren Köpfen, um im Verborgenen eine Auszeit vom Alltag nehmen zu können, und dabei entstehen durch kreative Köpfe eben solche Bauten und Dekorationen. Fasziniert von diesem Fund konnten wir nicht erwarten, noch weiterzugehen, um weitere Räume zu entdecken. Das ganze Teil ist total wackelig, ne? Ja. Oh, ist das hier hoch? Boah. Die Rille ist über Ubi stehen. Ja, ich glaube, Ubi hat's. Was mag er? Ah, das ist aber auch nochmal eine ganz andere Wirkung auf einen, wenn du auf einmal so irgendwo denkst. Ja. Hier wird's auch wieder direkt kühler. Ja. Boah, hier sieht's wirklich aus wie in einer Pyramide, ne? Ich hätte das wirklich noch. Nee. Dass das auch mal so aussehen kann. Wie viel man einfach noch entdecken kann. Ja. Also Leute, wir gehen jetzt hier gerade durch einen extrem langen und auch von der Deckenhöhe sehr gut ausgebauten Tunnel auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. In jegliche Richtung gehen einfach unendlich lange kleine Kriechgänge. Und ihr seht's, Leute, man wartet ein paar Sekunden und direkt ist die Gruppe verschwunden. Und in alle Richtungen sind einfach nur noch ewig lange dunkle Flure. Da hinten blitzt noch so ein bisschen das Licht durch, aber ansonsten wäre ich jetzt komplett in absoluter Dunkelheit. Ja, und die kleine Impression, die ihr gerade gesehen habt, waren Teile des sogenannten Dragon Rooms. An der Stelle kann man vielleicht auch mal sagen, für uns ist es natürlich praktisch, dass sich hier Künstler verewigen und diese Räume gestalten, denn wir können sie zum einen natürlich als Spots für unsere Tour verwenden, weil sie einfach sehr interessant sind, sich das Ganze anzusehen. Andererseits ist es eben aber auch praktisch, um sich zu orientieren und sich merken zu können, wo man gewesen ist, wo man lang muss und dann anhand der Karte zu navigieren, wie wir unsere Route fortsetzen. Und jetzt seht ihr auch schon wieder, wenn man nur einen Moment zurückbleibt, ist man so gut wie alleine in den Tunneln auf sich selbst gestellt. Leute, wir haben eine kleine Zwischenpause gemacht, sind jetzt ein ganzes Stück weiter gelaufen und sind jetzt sehr, sehr nah an der Oberfläche, so vermuten wir zumindest, denn es ist extrem warm geworden. Wir hatten bisher wirklich niedrige Temperaturen, aber wenn man hier die Steine anfasst, gerade an der Decke, fühlt es sich an, als wäre man wirklich direkt unter dem Asphalt der Stadt, in der aktuell zwischen 36 und 37 Grad herrschen. Und aufgrund dessen vermuten wir, dass wir jetzt ein ganzes Stück Richtung Oberfläche gelaufen sind. Das geht relativ weit hoch. Psst, leise. Wir sind echt hoch. Alter, so ein Licht. Sag dich. Ey, wie krass. Was ist es? Kommst du denn noch nicht raus? Na, halte dich. Das ist so scheiße. Leute, wir sind gerade direkt unter den Straßen von Paris, aber wirklich diesmal direkt darunter. Denn direkt über uns sieht man das Tageslicht. Direkt unter dem Käfig. Hier herrscht brütende Hitze in diesem Raum. Ein Aufstieg zur Straße. Nach beinahe einem kompletten Tag in der Dunkelheit erblickten wir durch die kleinen Löcher über unseren Köpfen nun zumindest ein wenig Tageslicht.
Doch im Nachhinein wirkt das Ganze wie ein letzter Ruf des Lebens, denn kurz nachdem wir wieder hinabgestiegen sind, erreichten wir allmählich das Reich des Todes und der Knochen. Nichts konnte uns darauf vorbereiten, was wir dort unten finden sollten. Aufgrund der extrem langen Strecken, die wir hier zurücklegen, sind zwischendurch immer mal ein paar Schnitte, in denen ich einiges wegschneide. Denn wir legen hier derart eine Strecke zurück, dass es für euch im Prinzip die ganze Zeit nur dieselben Gänge wären. Aber ich kann euch versprechen, wir sind jetzt auf einem sehr, sehr spannenden Weg. Denn wir begeben uns in kürzester Zeit in den Bereich der Gräber, Knochen und Schädel. Und dann war es soweit. Wir stießen auf die ersten Knochen. Freunde, hier am Ende eines Ganges haben wir gerade ein kleines Loch entdeckt. Und wenn man hindurchschaut, kann man sehen, dass dieser ganze Raum mit Knochen gefüllt ist. Nach einem unglaublich langen Marsch haben wir jetzt tatsächlich unser Ziel erreicht und befinden uns jetzt hier gerade direkt im Bereich der Knochen und Gebeine. Und die Bilder, die sich einem hier bieten, die sind wirklich außergewöhnlich. Also wenn man das mit den eigenen Augen nicht gesehen hat, kann man das kaum glauben. Denn hier türmen sich Stapel über Stapel an Knochen und menschlichen Überresten, die einfach hier in die Gänge und Räume geschüttet wurden. Also es ist wirklich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob man es sieht, es ist hier extrem kalt. Man kann tatsächlich ziemlich hauchen. Und vor mir ist der erste Flur voller Knochen. Guckt euch das an, wie weit es noch diesen Flur entlang geht. Bis nach da hinten durch ist alles voller Knochen gestapelt. Leute, wir sind jetzt hier gerade am wahrscheinlich außergewöhnlichsten und auch heftigsten Raum, den wir hier im unterirdischen Friedhof gefunden haben. Denn das, was euch da vorne erwarten wird, das habt ihr auf jeden Fall noch nie gesehen. Die Jungs waren gerade schon vor mir hier drin und haben mir gesagt, dass der Anblick auf jeden Fall es wert sein sollte, hier durchzukriechen. Es fühlt sich natürlich enorm falsch an, aber das, was ich euch jetzt zeige, ist auf jeden Fall weltweit einmalig, denn der Blick, den wir jetzt nach oben wagen, ich muss mich kurz ablegen, damit ihr das sehen könnt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie eng das hier ist. Also, ich nehme jetzt mal meinen Aufsatz der Taschenlampe ab, damit ihr das volle Ausmaß auch erkennen könnt. Denn wir sind hier direkt im Abwurf der Knochen in den Katakomben.
guckt euch das an. Es ist einfach eine komplette Masse aus Knochen, die sich verkantet und verkeilt haben. Das über mir ist eigentlich so etwas wie ein Brunnenschacht. Ich gucke gerade senkrecht nach oben. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, hier sind gerade Hunderte und Aberhunderte Knochen über mir. Wenn ich jetzt einen rausziehen würde, könnte es sein, dass dieses ganze Gebilde zusammenbricht und mich unter den Knochen begräbt. Guckt euch das an. Es ist alles verkantet, es ist wirklich wie eine Masse über mir. Diese Perspektive, ich weiß nicht, wie ich euch das rüberbringen soll. Ich bin hier unten in diesem kleinen Loch und über mir ist alles voller Knochen. Die sind hier direkt über meinem Kopf, um euch diese Perspektive einmal zu zeigen. Also Berghand hat es gerade eben schon bemerkt. Hier ein einzelner Wirbelkörper und hier tatsächlich noch der untere Teil, eine Lendenwirbelsäule. Das ist hier nur draufgelegt, das Os Sacrum, wie es sich nennt, also der unterste Teil der Wirbelsäule. Hier die letzten Wirbel, die hier verschmolzen sind, kann man hier noch erkennen. Das ist sozusagen das im Volksmund auch als Steißbein. Ich wollte gerade fragen, ja. Genau, dieser Teil der Wirbelsäule, der auch prominent dafür ist, wenn man tatsächlich auf den Hintern fällt, dass dieser verknöcherte Teil eben auch mal brechen kann, dieser Steißbeinbruch. Und das ist dann der Abschluss der Wirbelsäule mit der Lendenwirbelsäule, die hier drauf liegt. Man kann es tatsächlich wirklich ganz gut erkennen. Hier die einzelnen Verkantungen der Wirbelsäule, um sich eben auch vorzustellen, wie sie sich bewegt. Die Streckung nach vorne, die eben so funktionieren kann, nach hinten allerdings begrenzt ist. Ja, hier zwar nur ein kleiner Teil, aber ich hätte nicht unbedingt erwartet, dass wir überhaupt die Art von Knochen hier finden würden. Ich hätte gedacht, dass fast alles, ja, mehr oder weniger Röhrenknochen wie die hier sind. Das hier ist ein Teil des Oberarms. Das ist der Humerus, nennt sich dieser Knochen, also der Oberarmknochen. Hier der untere Teil. Und die ganz großen, die man auf jeden Fall überall sieht, sind eben die bekannten Oberschenkelknochen. Das Os Femoris oder auch der Femur, der eben wirklich ein richtig mächtiger und auch der größte Knochen im menschlichen Körper ist. Kann man sich hier vorstellen, hier fehlt trotzdem noch ein Teil. Also man unterschätzt das Ganze auch. Wir haben vorhin einige gesehen, die waren relativ klein, also eventuell von Kindern oder eben auch der Zeit geschuldet, weil es teilweise ja wirklich 300 Jahre alte Leichen sind. Eben auch einfach kleinere Menschen, muss man dazu auch noch sagen. Auch hier wieder der Oberarm, der hier oben am Kaput, dem Kopf, seinen Ansatz hat, das Schultergelenk, in dem der Oberarm dann hier befestigt ist. Das kann man hier ganz gut sehen, weil der Knochen eben komplett erhalten ist. An dem dann auch relativ bekannte Muskeln ansetzen, neben der, auf der Vorderseite der Bizeps als Armbeuger und der Trizeps als Armstrecker, als dreiköpfiger Muskel, der dann über das Ellenbogengelenk hinaus dann an den Unterarm angrenzt. Legen wir mal wieder so zurück. Mal sehen, was wir noch so finden. Krass, ey. Alex, ey. Oh. Aber der Anblick da hinten, das ist wirklich krass. Mega krass, ne? Vor allem, ich habe es auch gerade gesagt, also wenn du da einen rausziehst, einen der Knochen, es kann sein, dass das alles zusammenfällt, ne? Ja, ja. Weil das ist ja da einfach verkantet, ne? Ja. Komplett krass. Das Knochengrab der Katakomben übertraf jegliche Vorstellungen und Erwartungen, die wir hatten. Diese unzähligen Knochen von so vielen Menschen, die dort in der Dunkelheit begraben waren. Alles einzelne Individuen, die einmal ihr Leben im Tageslicht der Stadt verbrachten und deren Nachkommen vielleicht genau in diesem Moment über unseren Köpfen gingen, ohne überhaupt zu wissen, dass ihre weit entfernten Vorfahren hier unten verscharrt sind. Wenn euch die kleinen anatomischen Details und Infos zu den Knochen interessieren und ihr Lust darauf hättet, dass wir noch einmal in die Katakomben gehen, um uns in Ruhe Zeit zu nehmen, damit ich noch viel mehr erklären kann, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wir dachten zu diesem Zeitpunkt, wir hätten schon alles gesehen. Doch auch dieses Mal wartete die nächste Überraschung auf uns. Denn den mit Abstand heftigsten Raum im Knochengrab sollten wir erst noch finden. Und dort letztendlich auch unsere paranormale Untersuchung starten. Und glaubt mir, an einem solchen Ort hat das vor uns noch keiner getan. Und die Ergebnisse, die euch erwarten, sind unglaublich unheimlich.
Eine ganze Weile später sind wir jetzt gerade noch einmal auf Expeditionstour, und zwar für unser Hauptvorhaben, eine paranormale Untersuchung im Reich der Knochen. Ich weiß nicht welcher Weg, aber ein Weg hier vorn war da, wo wir ja vorhin saßen, wo wir die PU machen. Mhm. Okay, hier lang, glaube ich, ne? Ich schwör's dir, also ich habe keine Schritte gehört, aber ich habe halt vorhin auch wieder wie so ein Flüstern und so. Ist genau aus derselbe Sound wie beim letzten Mal wieder gewesen, gefühlt. Das kann alles sein. Und da wir jetzt so spät ich bin auf echt gespannt. PU-Dingen sind, mega gespannt jetzt. Denkst du? Und wir sind angekommen am Ort, den wir für unsere PU ausgewählt haben. Hinter mir tatsächlich schon ein komplettes Gesicht zu sehen. Ich zeige es euch einmal. Wir haben schon alles vorbereitet. Hinter uns, beziehungsweise jetzt vor uns, ein gigantischer Berg an Knochen, der von dort oben in den Raum hinein geflossen kommt, kann man schon fast sagen, wie eine Lawine, die hier runterrollt. Hier unten ein Tisch, auf dem wir unser Equipment aufbauen. Und hier werden wir uns nun hinsetzen und in die Dunkelheit fragen, ob jemand anwesend ist. Da saßen wir nun, im Angesicht tausender Knochen, in den Tiefen der Katakomben, weit weg vom Licht und dem Leben, inmitten der dunklen Stille des Massengrabs, und waren bereit für eine paranormale Untersuchung, die es so wohl wirklich noch nicht gegeben hat. Und man mag es jetzt als pietätlos bezeichnen, das hier unten zu tun, doch mit den Graffiti-Tags an den Wänden und der Tatsache, wie würdelos und anonym die Gebeine hier zu ihrer Zeit wie auf den Abfall geworfen wurden, fühlten wir uns in unserer Absicht zu versuchen, den Verstorbenen vielleicht noch eine letzte Stimme zu geben, am respektvollsten. Wir waren bereit, und so stellten wir unsere ersten Fragen, um möglicherweise Kontakt aufzubauen. Und ich würde sagen, seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir als erstes mal damit beginnen, uns vorzustellen, oder? Also mein Name ist Alexander. Hallo, ich bin Mike. Mein Name ist Berkant. Ich bin Leon. Mein Name ist Hubi. Wir sind mit guten Absichten hier und wir würden jetzt einfach mal in den Raum und die Flure fragen, ob wir hier alleine sind. Falls nicht, dann gehen wir davon aus, dass sich hier jemand mit uns befindet. Vielleicht nicht nur eine Person, aber falls du uns gerade hören kannst, dann würde es uns freuen, wenn du uns ein Zeichen geben könntest und wir dir ein paar Fragen stellen dürften. Wir sind jetzt erstmal, ich würde sagen, wir sind einfach mal ganz leise und hören sonst einmal in die Ruhe hinein, ob du uns vielleicht ein Zeichen geben kannst, dass du hier bist und mit uns kommunizieren möchtest. Du kannst vielleicht auch Töne imitieren, du kannst vielleicht auch irgendwo gegenklopfen, zum Beispiel so, gegen eine Wand oder auf dem Boden. Vielleicht einfach ein Geräusch machen, sodass wir wissen, dass du hier bist. Du brauchst keine Angst zu haben, wir kommen im absoluten Frieden und wollen einfach nur reden. Also, falls irgendetwas hier ist, mach doch gerne mal jetzt ein Geräusch.
Ist das zu hell mit dem Licht? Von da kam gerade so ein bisschen ein Geräusch, aber... Ich habe gehört, ja, aber es könnten auch Stimmen von Leuten gewesen. Nee, ich meine eigentlich... so ein dumpfes Klopfen, oder? So ein dumpfes Klopfen tatsächlich. Also es war relativ leise, aber... Hat halt zu dem gepasst, eigentlich, was ich gemacht habe, vorgemacht habe gerade, oder? War das ein frisches Teelicht? Weil die Flamme ist fast aus. Und jetzt gerade hat die geflackert und ist fast ausgegangen. Ja, eigentlich waren die alle, hatten noch ein bisschen Saft, ja. Also, vielleicht war es das bereits du jetzt gerade. Wir haben hier auch verschiedene Gerätschaften, um besser ja, zu verstehen, dass du hier bist. Du brauchst zum Beispiel den pinken Ball, der da in der Mitte liegt, einfach nur zu berühren. Das würde uns wirklich extremst freuen. Und du kannst gerne auch näher zu uns kommen. Vielleicht kannst du ja mal eins der Dinge hier auf dem Stein berühren. Ich hatte hier gerade was. Echt? Mhm. Wärmer oder kälter? Kalt. Was kalt ist, ist kurz ins Bild, ist wieder verschwunden. Okay. Das ist krass. Bin ich sehr gespannt auf die Aufnahmen. Ich hab's so gehalten, da war sie wieder. Ist dann hier erschienen. Mhm. Vielleicht bist du ja tatsächlich schon hier irgendwie bei uns. Ich hab grad dran gedacht, Alex, was meinst du? Sollen wir den kleinen Ball, weil wir haben ja schon die beiden, sollen wir den vielleicht da vorne hinlegen, weil kann ja auch sein, dass wenn hier irgendeine Präsenz ist, die sich auch nicht direkt traut, so total nah an uns ranzukommen, ja. Und dann können wir vielleicht erstmal die Möglichkeit geben, das ein bisschen weiter weg irgendwie zu berühren. Mach ich sofort, warte. So, Alex legt jetzt das Katzenbällchen da hinten hin. Gucken, ob es anfängt zu blinken gleich. Sehen wir das denn von hier? Ja, das ist wahrscheinlich. Oder soll ich es lieber vorne zur Kamera? Würde ich machen, ja. Dass wir dann sehen, was wirklich... Weil das macht ja auch kein Geräusch oder so. Und nachher übersehen wir uns. Oder... Ja, mach's mal ruhig zur Kamera, ja. Du hast es ja hingelegt gehabt. Aber es war danach dunkel. Also bin ich jetzt blöd oder war es danach dunkel? Ich glaube eigentlich auch, es war dunkel. Es war dunkel, als ich die Schritte hierher gegangen Kannst bin. Kannst du das nochmal machen? Kannst du das Katzenbällchen nochmal? Tatsache. Dankeschön, ja. Heftig. Ja. Gut, damit können wir uns sicher sein, dass wir heute Nacht einen Kontakt haben. Ja, an der Stelle, denke ich, danken wir dir erstmal für dieses erste Zeichen. Damit wissen wir, dass wir mit dir sprechen dürfen und du uns gegenüber hoffentlich friedlich gesinnt bist. Dich mit uns unterhalten möchtest. Und wir können dir nochmal versichern, dass wir dir natürlich nichts Böses tun wollen. Wir sind mit guten Absichten hier und möchten uns ganz friedlich mit dir unterhalten. Vielleicht fragen wir noch einem weiteren Zeichen? Oder ist das erstmal zu viel? Können wir machen. Wir können natürlich nochmal nach Geräuschen. Oder was ich halt auch in England ganz spannend fand, war das Pfeifen. Vielleicht einmal mal pfeifen und pfeifen mit hier. Vielleicht bist du ja in der Lage zu pfeifen und einfach mal das hier jetzt, was ich jetzt machen werde, nachzumachen. War die vorne? Eigentlich schon. Boah, das ist doch... Ich habe
extra zu Hause die Kamera eingeschaltet und die Akkus überprüft. Sonst hätte ich sie natürlich nochmal angeschlossen, aber die waren beide voll. Ich habe halt zwei Akkus mit, ne? Machen wir die jetzt erstmal nochmal aus, aber das ist eigentlich komisch. Ich wollte gerade Fotos von da drüben machen. Ja, lass das. Konzentrier dich erstmal auf die Thermal. Wir machen gleich in der kompletter Duszeit Fotos, ja? Okay, dann gebe ich dir jetzt nochmal die Möglichkeit, vielleicht meinen Pfeifen zu imitieren oder andersweitig ein Geräusch zu machen. Ungefähr so. Vielleicht stellen wir einfach die simpelste Frage. Magst du uns deinen Namen verraten? Könntest du uns ja, deinen Namen nennen, damit wir wissen, mit wem wir hier gerade sprechen? Wenn ich was sagen darf, nur um auch den letzten Zweifler entgegenzuwirken. Magst du es mal auf Französisch versuchen? Weil wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, ne, über die... Das ist merkwürdig. Über die Sprachbarriere, dass wir uns nicht sicher sind, okay, ob man uns versteht. Es ist natürlich die Frage, wenn jetzt gerade schon eine Antwort kommt, ob das Verständnis jetzt unserer Sprache trotzdem gegeben ist oder ob das jetzt schon was damit zu tun hatte. Ich meine, wir können natürlich nochmal probieren, das kurz einmal wie die Einleitung nochmal zu umschreiben, warum wir hier sind. Na, damit man das Ganze nochmal abgeklärt hat. Ne? Also ich kann das auch verstehen, also die Zweifel. Von daher vielleicht einfach trotzdem nochmal wie ein Neustart. Ich meine, wir haben unseren Kontakt, nur falls es da Verständnisprobleme gibt. Ja. Also und für die Zuschauer gleichzeitig, also wir kommen mit guten Absichten. Nous venons avec de bonnes intentions et on veut juste discuter. On aimerait vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Et, also wir wollen nur ein paar Fragen stellen, falls das okay ist, und uns unterhalten. Einfach ein Gespräch führen, um mit dir in Kontakt zu treten. Wir sind hier den ganz weiten Weg. Ja. Also, Alter. Mehr Zeichen geht nicht, oder? Das ist echt krass. Nous avons fait un long chemin à Allemagne jusqu'ici. Also wir sind aus Deutschland hierher gekommen, um mit dir zu sprechen. An diesem Ort. Die Kerze flackert hinter mir auch die ganze Zeit. Ja, das könnte aber auch ein Windzug sein, vielleicht. Ein... Ja. Also wir fragen noch einmal nach deinem Namen. Comment tu t'appelles? Ob du uns eventuell deinen Namen verraten könntest. Könntest du gleich vielleicht auch fragen, ob die vielleicht Deutsch versteht? Ja, stimmt. Vielleicht kriegt man darauf ja auch eine Antwort. Est-ce que c'est possible que parler en allemand? Also können wir auf Deutsch sprechen, damit wir uns auf jeden Fall verstehen. Natürlich ein bisschen viel auf einmal. Hm. Viele Fragen, viele Aussagen. Vielleicht einmal kurz abwarten und dann nochmal. Das ist merkwürdig. Könnte natürlich auch womöglich zu der ganzen Situation hier passen, weil es wahrscheinlich nicht jeden Tag vorkommt, dass Leute mit so einem Equipment hier reinkommen, sich zu den Knochen setzen und den Kontakt suchen. Also das mag dir vielleicht merkwürdig vorkommen, aber wir sind halt nur hier, um mehr über dich herauszufinden und diesen Ort. Ja, deswegen habe ich schon wieder gedacht, dass ich davon da was gehört hätte. Auch. Genau in dem Moment. Das war Bewegungsmelder, ne? Oder? Meine, ja.
Und der funktioniert ja wirklich nur, wenn du das Handy berührst. Vielleicht frag nochmal nach dem Namen auf Deutsch und Französisch. Ja, also... Der Ball schon wieder. Aber was soll uns das sagen? Also zumindest, dass ja jemand da ist, würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Ja. Ich werde mal nur eine Sekunde nicht wundern, einmal aufstehen. Dann kann es 2 Meter ein bisschen. Ja. Magst du uns nochmal deinen Namen nennen? C'est quoi ton nom? Dein Akku ist schnell weggegangen, oder ja, was? Ja, der ist richtig schnell. Guck mal hier. Ist nur noch ein Viertel da. Also es wird gleich rot wahrscheinlich schon. Ich muss gleich mal ihr Powerbank rausholen. Sonst mache ich das einmal jetzt, bevor die mir gleich rausgeht. Also du hast uns bisher nur gesagt, dass das merkwürdig ist über das Gerät, was in der Mitte von dem Stein liegt. Was findest du denn merkwürdig? Was ist merkwürdig? Kannst du uns da eine konkrete Antwort geben, was merkwürdig ist? Bin ich das? Reicht das, so nah dran zu sein? Nein, ich muss es berühren, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Können Sie uns jetzt auch einfach mal, also über die Ghosttube-App scheint ja jetzt gerade nicht allzu viel rumzukommen. Einfach die Ghosttube-App geöffnet lassen und die Lichter ausschalten, das Blitzlicht-Experiment starten. Weil das Gruselfaktor garantiert hier. In der Ecke. Jetzt? Ich film gerade die ganze Zeit in die Ecke. Oben. Schlagartig, hab ich wieder gesammelt. Das Witzige ist, ich habe da eben rangezoomt. Weil ich irgendwie eine Art Gesicht gesehen habe. Das kann ich mir natürlich Pareidolie eingebildet haben. Aber ich habe da eben was gesehen, hab da reingezoomt, habe es immer noch gesehen, rausgezoomt, wieder reingezoomt, habe es immer noch gesehen, dass ich Licht angemacht habe, war es weg und jetzt ist es weg. Okay. Also das siehst du auf der Aufnahme auch. Warte mal kurz. Und es wird immer wieder umschlafen. Ich habe auch was gehört. Stimme. Und zwar hoch und weiblich. Wie ein Mädchen. Hallo? Ich habe auch was gehört, aber... Und kurz davor meine ich, einen Schritt gehört zu haben. Und dann wollte ich schon sagen, also dann meinte ich kurz leise und dann kam die Stimme. Sprich gerne mit uns. Komm gerne her. Es ist das, was wir wollen. Das ist schon ganz schön komplex. Das ist mehr als ein Wort. Ja. Alter. Ja, der Diffuser ist ja noch an. Okay, also wir werden jetzt das Licht ausschalten. Weil womöglich irritieren dich auch die grellen Lichter. Und jetzt werden wir einmal hier in kompletter Finsternis uns aufhalten. Wir würden dich bitten, noch weiter auf dich aufmerksam zu machen. Berühr uns gerne, zeig dich gerne auf den Fotos, die ich jetzt schießen werde.
brauchst dich nicht vor dem hellen Licht erschrecken. Das ist einfach nur, damit ich dich sehen kann. Oder wir dich sehen können. Wir werden jetzt das Licht ausschalten. Oh mein Gott. Bringt ja nichts zu lügen. Ja, du bist tot. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Oder hast du Bock mitzukommen mit der Nachtsicht? Also wirklich nur einmal hier Nachtsicht? 10 Meter in beide Richtungen, weißt du? Läuft noch, oder? Ja, ja. Okay. Hast du? Ja. Ich lasse die Lampe hier liegen. Statue. Also die war so eine Statue. Der Hund, der Hund, der Hund. Der Hund ist eine Statue. Der Hund ist eine Statue. Boah, ist das gruselig, ey. Die Sounds kamen von dir, Hubi, oder? Die waren gerade von mir. Alter. Gut. Warte mal. Ich hab so Gänsehaut am ganzen Körper. Ich aber auch. Und das habe ich auch nicht immer. Und wenn ich dann von dir und solche Wörter höre. Warte mal auf was. Also hier sieht schon wieder irgendwas so ganz, ganz komisch aus. Wie so ein. Guck mal bitte, Alex, komm mal her. Statue? Ja, ich hab ein Bild gemacht und das ist halt. Siehst du das direkt neben dir? Rechts? Ja. Das meine ich, wie als wenn da irgendwie Schmiere oder so. Schmieren fast, ne? Drauf ist, ja. Okay, komm, ich nehme dir die Kamera einmal ab, dann kannst du ja auch einmal rüber. Oh, jetzt bin ich so dumm, dass ich das weggenommen habe, aber ich weiß. Boah. Also akkurater geht's, glaube ich. Das geht wirklich gar nicht akkurater, ne? Nee. Also, es piept wahrscheinlich gleich nochmal. War das? Hast du das Geräusch gehört? Nee. Es hat hier auch gerade so ganz komisches Geräusch gemacht. Ob sie an der Statue begraben ist? Also so ein Knacken. Boah, es wird gerade alles übelst viel. Also ich krieg auch wirklich ein unwohles Gefühl, muss ich gestehen, wenn ich hier alleine mit mir in der Dunkelheit den Rücken zukehre. Okay, du, die Nachtsicht. Wir müssen echt aufpassen, ne? Lass mal laut reden, das. Leute, wir reden auch laut genug, da müsstet ihr es. Was war das? Das war ich nicht. Wir waren das doch, oder nicht? Nein, ich schwöre auf mein ganzes Leben, dass wir das nicht waren. Von da kam auch was. Wir haben hier und nichts berührt. Das kam auch aus eurer Richtung. Warte mal kurz. War das nicht? Psst! Ich schwöre, aus dieser Richtung, aus dem Flur, kam ein so unheimliches Geräusch. Und zwar wirklich wie so ein Keuchen. Also ich meine das jetzt komplett ernst. Da kam gerade so ein, so, wirklich wie im Film. Ich habe auch komplett Gänsehaut gerade. Alter. Boah, Junge, ich heule gleich. Das war voll der laute Boom direkt neben mir. Ich habe nichts gemacht. Jetzt hier schon wieder ein Geräusch. Ja, jetzt hat jemand eine Tür zugeschlagen. Ja. Da sind, Leon, darf ich einmal was sagen? Ja. An der Wand hier direkt, da sind so diese Eimer und so. Ich hab hier aber nichts berührt, Mann. Ich hab hier wirklich nichts berührt. Nee, der steht direkt an der Wand. Also ich hab mich auch in dem Moment nicht bewegt. Leon stand gerade hier vor mir. Das könnte halt hier wirklich so ein Eimer gewesen sein, aber ich hab halt eigentlich nichts berührt. Heißt ja nicht, dass du das warst, aber es kann sein, dass sich das bewegt hat. Ja. Und es kam aber direkt danach von dem Flur hier das Keuchen, ne? Und wir wissen halt nur nicht, wo wir hintreten. Ja, wir müssen immer ganz vorsichtig langsam. Also du kannst dich gerne auf einem der Geräte zeigen. Oder dich hörbar machen. Ist komplett verschwommen gerade, als ich hier reingefilmt habe. Jetzt ist es wieder scharf. Das ist so geisteskrank. Ja. Also ich glaube, eine krassere PU kann man auch nicht machen. Nein. Und ich glaube, so sehr ich es mir auch wünsche, aber kein Zuschauer zu Hause, der jetzt gerade zuguckt,
kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie sich das gerade anfühlt. Ich fotografiere einmal in beide Richtungen. Ja. Und dann können wir wieder zurück. Warte mal, ich sehe. Da geht es nur in eine Richtung. Kannst du auch noch mal in die Richtung filmen? Selbst auf der Nachtsicht ist das absolute Dunkelheit. Bist du hier bei uns? Hallo? Was? Zurück aus! Hä? Geh mal zurück. Vorsichtig? Ja. Ey, wir gehen hier hin und dann auf einmal zurück aus. Kannst du genug sehen? Boah, ich hab so Angst, dass mir hier irgendwas an den Rücken fasst, ne? Ja. Aber Sander! Ja? Wie viel Akku hatte deine Kamera? Wieso? Die ist aus! Die ist angeschlossen an eine Powerbank. Die ist aus! Die hat jetzt ein paar Mal gepiept und hat sie sich ausgestellt. Die hatte 50% und lädt an der Powerbank. Die ist aktiv angeschlossen. Die hat dreimal gepiept und ist ausgegangen. WTF. Guck mal da, aber ja. Die ist aus. Hängt auch so runter, der hat sich so... Guck mal, die blinkt sogar noch, obwohl sie auflädt, ist sie ausgegangen. Alter, ey. Und ja, wir müssen einmal das Licht anschalten dann. Und keine Sekunde später... Was? Und keine Sekunde später kam aus. Ja. Zurück aus. Ja. Junge, Alter. Das könnte halt alles nicht passender sein, ne? Nein. Auch mit dem Begraben und so. Man weiß gar nicht so richtig, was man sagen soll. Mhm. Ich meine auch schon wieder was gehört zu haben, aber ich weiß nicht. Sollen wir noch einmal 10 Meter in die Richtung, dann kommen wir zurück. Ja. Und ich würde sagen, zum Finale eine Ouija. Ja. Okay, hier müssen wir mit dem Kopf echt aufpassen, ne? Mhm. Ah, ich muss die Lampe aufmachen. Ja. Was? Das ist wirklich... Ubi holt Wolfgangs Messer raus. Aber... Das sind so negative Aussagen. Aber ist mal wirklich, wir können hier jetzt nichts opfern. Nee. Wir können nichts opfern. Aber es ist... Verabschiedung. Da möchte sich jemand von uns verabschieden. Ja. Ja, dann machen wir das. Ich würde sagen, dann machen wir einen letzten Kontakt übers Ouija-Brett. Ja. Ich meine, wir hatten jetzt unfassbar viele Ergebnisse, Geräusche. Teilweise sogar hier auf der Kameraaufnahmen, wo ich mir echt nicht ganz sicher bin. An der Stelle bedanke ich mich von ganzem Herzen für diesen Kontakt. Vielleicht kannst du ja gleich nochmal versuchen, mit uns mit dem Ouija-Brett zu sprechen. Aber dann sage ich jetzt fürs Erste einmal Dankeschön. Und bis gleich. Die Schritte? Ich meine auch, da war schon wieder irgendwas. Da waren 3 Schritte. Hm. Da unsere Ouija-Brett-Sitzung leider erfolglos blieb und es von nun an absolut still war und wir sowieso das Gefühl hatten, dass niemand mehr da war, da sich unser möglicher Kontakt ja bereits verabschiedet hatte, taten wir es ihm gleich und auch wir fanden einige letzte Worte zum Abschied. Alles Gute und an der Stelle dann, ja, Ruhe in Frieden, so wie alle anderen, die hier in den Pariser Katakomben begraben sind. Ich verabschiede mich auch von dir. Danke, dass du mit uns kommuniziert hast. Ruhe in Frieden. Also, was genau hat sich in diesem Raum im Rahmen unserer Untersuchung abgespielt? Wir hatten zu diesem Zeitpunkt alle Probleme damit, das Geschehen völlig rational zu erklären. War es Zufall, dass der Bewegungssensor mehrfach ohne Grund und scheinbar sogar auf Kommando ausgeschlagen hat? War es Zufall, dass wir alle dieselben seltsamen Geräusche gehört haben oder dass die Antworten über die Ghostbox teilweise derart akkurat und passend waren? Wir werden es niemals wirklich erfahren, doch in diesem Moment lief uns allen ein kalter Schauer über den Rücken. Und die Gänsehaut, die sich bei uns breit machte, sprach Bände. Ich überlasse euch natürlich wie immer die Einschätzung dieser Aufnahmen und bin gespannt, was ihr darüber denkt.
Mit diesem unheimlichen Gefühl, vermischt mit unserer Faszination für das eben Erlebte, packten wir schlussendlich alles zusammen und machten uns auf den Rückweg zum Lager. Doch dafür hatten wir uns noch etwas ganz Besonderes überlegt. Einzig und allein mit zwei brennenden Fackeln und einer Laterne ausgerüstet, irrten wir den weiten Weg durch die dunklen Gänge zurück, um zumindest entfernt nachempfinden zu können, wie es zu alten Zeiten wohl einmal gewesen sein muss. Den Tod wortwörtlich im Nacken, das brennende Licht in der Hand und vor dir nichts als unendliche Tunnel in der Dunkelheit. Eine Erfahrung, die wir wohl alle niemals vergessen werden. Also Leute, wir sind hier gerade fleißig am Packen. Die Nacht ist überstanden, mehr oder weniger. War auf jeden Fall gar nicht mal so lustig, wie es eigentlich klingt, weil wirklich kurz vorm Schlafengehen fing es hier an. Also wir kamen von unserer Expedition zurück. Und Kimi und Taco hatten uns schon erzählt, dass hier die ganze Zeit das richtig abging. Also die Franzosen sind hier mit Musikbox und Labelmaschine vorbeigekommen. Und das hat sich dann in der Nacht auch weiter fortgesetzt. Also sie haben hier dann nochmal alles vollgeraucht, als wir dann gerade anfangen wollten zu pennen. Und irgendwann in der Nacht kam dann auch nochmal einer vorbei, der hier reingeguckt hat. Das hat mich dann auch nochmal aufgeweckt. Achso, und dann kam auch noch irgendwie ein dubioser Franzose mit seiner Anfang 60-jährigen Mutter und einem Hund an der Leine und hat gefragt, ob die hier bei uns pennen können. Und also es war richtig wild. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, alle froh, jetzt zusammenpacken zu können und das hinter uns zu lassen. Aber wir haben es geschafft. 48 Stunden, zwei Overnights in den Katakomben. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Ausgang, denn das wird nochmal eine lange Reise. Die zwei anderen Hinterbliebenen, Hubi und Berghand, sind im Nebenraum, den Gang runter, machen sich auch gerade fertig und dann geht's gleich los. Ohne viel Kraft auf Bombe. Lager 2 wird hier auch gerade geräumt, das heißt, es geht gleich für uns alle zusammen als Gruppe los. Den Flur entlang und dann Richtung Ausgang. Wir hoffen jetzt natürlich auf eine unfallfreie und schnelle Abreise. Wir hoffen, den Weg jetzt schnell finden zu können. Aber ich denke, da machen wir uns jetzt alle keine Sorgen mehr. Denn das, was wir hier unten in diesen 48 Stunden in absoluter Dunkelheit erlebt haben, das kann nicht mehr getoppt werden. Am Gesicht rechts. Leute, in vielen Abschnitten hat man vielleicht gerade mal 10 bis 5 cm über dem Kopf. Und die noch größeren haben es noch schwerer. Aber es muss weitergehen. Leute, mit den Knien, hier liegen auch Scherben, ne? Ja. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber hier im Wasser, das sind keine glatten Böden, über die man hier läuft. Es ist ein einziges Gerümpel an Steinen, Schlaglöchern und Felsen, über die man rüber muss. Und das bedeutet, bei jedem Schritt könntest du theoretisch einfach absacken und dir den Fuß brechen. Dementsprechend müssen wir hier besonders vorsichtig sein. Ihr seht, wie weit Leon hier schon ins Wasser wieder reinragt. Und es ist noch gar nichts gegen einige Tiefen. Leute, am Ende des langen Tunnels kommen gerade Adventure Dog und Taco zurück, die auf der Suche nach einem anderen Ausgang waren. Und wir warten jetzt mal ab, was sie sagen, ob wir da raus können oder unseren eigentlichen Plan weiter befolgen. Wir rennen, ey. Ja. Okay, Leute. Wir rennen jetzt einfach nach oben und wir kommen direkt auf den Bürgersteig raus. Nein. Ultra geiler Abschluss, oder? Ja, let's go, oder? Ja. Ungefähr, wenn wir normal gehen, würde ich sagen 10 Minuten. Wenn du rennst, 3 Minuten. Also kannst du auch immer so aufrecht laufen? Bis am Ende ist nochmal 5 Meter, wo du geduckt laufen musst. Okay, also deutlich einfacher als das andere. Aber du kommst halt direkt auf der Straße raus. Also ihr habt es gehört, wir gehen nicht über den Weg raus, über den wir hier reingekommen sind. Es ist jetzt ein relativ riskanter Ausstieg, denn es geht direkt auf die Straßen von Paris. Ganz im Gegenteil zu unserem Abstieg, der etwas abseits gelegen war, werden wir uns jetzt direkt als Gruppe in die Öffentlichkeit begeben. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht allzu auffällig sind, aber wenn wir raus sind, sind wir raus. Ja,
Hey Leute, der letzte Teil der Gruppe ist noch da. Wir sind der klägliche Rest, der überlebt hat. Nein, Quatsch. Der andere Teil der Gruppe wartet im Parkhaus auf uns. Alle genauso Respekt an jeden, der mitgemacht hat. Wir sind komplett durch, aber die frische Luft, die Sonne, es tut gut. Wir haben es geschafft, Leute. Also, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und checkt auf jeden Fall alle Teilnehmer aus. Guckt bei jedem auf dem Kanal vorbei. Guckt euch alle Videos an, damit ihr wirklich jede Perspektive abchecken könnt. Da ist wirklich für jeden was dabei. Jeder hat seine eigene Art und Weise, dieses ganze Erlebnis hier zu verarbeiten, in seinen Videos zu verpacken. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt sehen könnt, aber ist auch egal. Es ist einfach. Wir atmen jetzt durch. Der Endspurt bis zum Parkhaus und dann haben wir es geschafft. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr sowas möglich macht und wir sehen uns beim nächsten Mal.